Hallo und herzlich willkommen bei Hair Talk, eurem 1x1 für die Haare. Ich bin euer Alexander, Friseurmeister seit 2 Jahrzehnten. Heute möchte ich dem Thema nachgehen: komplett weiße Haare durch einen Schock. Warum erwähne ich das Thema? Mir ist es an der Stelle sehr wichtig, darüber zu sprechen, weil es immer wieder vorkommen kann und auch in der Fachpresse sowie als auch in der klassischen Medienwelt zu den Meldungen kommt, dass durch einen plötzlichen Schock die Haare von jetzt auf gleich weiß werden. Wie passiert das und warum, ja, ist es so? Wenn wir einen Schock erleiden, das heißt, ein Schock ist immer ein für uns persönlich traumatisches Erlebnis, was nicht bedeutet, dass es für andere auch so sein muss. Was für euch ein Schockerlebnis, ein traumatisches Erlebnis darstellt, ist für den anderen vielleicht eine Lappalie. Da sehen wir, so unterschiedlich sind die Menschen und so unterschiedlich sind deren Thematiken. Wenn wir also einen traumatischen Schock erleben, dann passiert generell Folgendes, dass sich der Körper auf das Wesentliche konzentriert und alle Ressourcen zum Überleben des jeweiligen Organismus sich konzentriert. Und hierbei spielen die Haare eine sehr untergeordnete Rolle, wo ich auch sagen muss, wo es mich auch wundert, dass diese bei einem solchen Erlebnis nicht gleich komplett ausfallen. Weil die Haare dienen uns heutzutage nunmehr nur noch als Schmuck, als äußerer Schmuck unserer Hülle des Daseins und nicht mehr zum Schutz gegen Kälte oder als wir noch vor Jahrhunderten oder Jahrtausenden komplett behaart waren, zum Schutz vor auch Druck, also vor Gegenständen, herabfallenden Ästen und so weiter. Und somit, wenn sich der Körper darauf konzentriert, die wesentlichen Funktionen aufrechtzuerhalten, stellt dieser an der Stelle die Produktion der Farbpigmente ein. Dies wird dann auch in der Regel dauerhaft so bleiben, weil der Körper es dann nicht mehr rückgängig macht, weil es für ihn dementsprechend, auch wenn es euch besser geht, keine Relevanz mehr darstellt. An der Stelle kann ich euch sagen, jetzt wisst ihr, warum es so ist und dass es für euch schlussendlich nichts Schlimmes ist, wenn die Haare plötzlich die Farbpigmente verlieren oder aber auch die Produktion der jeweiligen eingestellt wird. An der Stelle ist es nur sehr wichtig, dass wir eventuell im Vorfeld bereits die Signale erkennen, wann es eventuell zu so einem Schockerlebnis kommt. Häufig passiert das von jetzt auf gleich, dann können wir uns natürlich nicht darauf vorbereiten. Aber jedoch, wenn wir im Vorfeld etwas in uns gehen, sehen wir hier und da Themen, die solche Situationen, Triggerpunkte auslösen. Und dementsprechend können wir im Vorfeld daran arbeiten, dass es eventuell nicht zu so einer gravierenden
Situation kommt. Nun, wenn es aber dann doch bereits geschehen ist und dieser Schockzustand erreicht ist, so kann ich euch hier nur raten, geht in euch, versucht diese Themen, die daran liegen, zu erörtern, zu lösen, sodass ihr gestärkt aus dieser Situation herausgeht. Und wenn ihr das nicht alleine schafft, dann holt euch an der Stelle entweder professionelle Hilfe oder häufig genügt es auch bereits mit sehr guten Freunden und Bekannten, hauptsächlich Freunden, darüber zu sprechen. Das hilft euch, vor allen Dingen das sich von der Seele reden, hilft euch ungemein. Das wollte ich an der Stelle auch nochmal sagen. Denn nur wenn wir alles uns von der Seele reden, haben wir erstmal Ballast auch abgeworfen. Und wenn wir es dann schaffen, es nicht nur uns von der Seele zu reden, sondern an der Problematik, an dem Thema aktiv zu arbeiten und es zu lösen wie eine mathematische Gleichung, an der hinten dann die Null rauskommt, dann haben wir die Gleichung gelöst und das Problem, die Thematik hat sich somit in Luft aufgelöst. Und somit gehen wir aus dieser Situation gestärkt raus, gestärkt wieder in unseren jeweiligen Alltag, in unser Leben und können somit zufriedener mit uns und der Umwelt agieren. An der Stelle würde mich natürlich interessieren, hat das jemand von euch bereits erlebt, eine solche Schockstarre, in der die Haare von heute auf morgen, von jetzt auf gleich, komplett ergraut sind? Oder habt ihr aufgrund von psychischen und physischen Problemen schon bereits erlebt, dass sich die Haare in irgendeiner Form verändert haben? Einfach in die Kommentarsektion. Das würde mich sehr freuen. Wenn an der Stelle Fragen aufgetaucht sind zum Thema, die bisweilen noch nicht beantwortet wurden, so stellt sie mir auch einfach in der Kommentarfunktion. Wenn du Freunde oder Bekannte hast, die das Thema interessiert, so teilt es doch mit denen. Und wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist, dann hol doch das jetzt nach, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Es grüßt euch euer Alexander von Hair Talk, dem 1x1 für die Haare.